ist ja noch relativ früh am Morgen. Dafür so viele Studenten auf einem Haufen zu haben, ist schon eine Leistung. Aber es handelt sich ja um ehemalige Studenten. Das sind die Preisträger des diesjährigen Thesis Award 2012, der durch die BVL verliehen wurde für besonders herausragende Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten von deutschen Hochschulen. Das ist eine große Ehre. Ich sag mal, es gibt am Ende der Abschlussarbeit zwar eine Note, aber die haben alle. Und so eine Prämierung ist doch nochmal was Besonderes. Und vor allem dann hier auf dem Kongress vortragen zu dürfen, ist nochmal eine ganz besondere Ehre. Für so ein Publikum, das macht man nicht täglich. Junge Menschen in der Logistik, das braucht die Logistik. Die Logistik braucht auch Nachwuchskräfte, die aktiv werden. Wie sehen Sie denn da eigentlich so den Stand der Dinge im Moment? Muss da noch mehr getan werden für Nachwuchskräfte? Ich denke, da wird schon viel getan. Für mich kann ich sprechen, dass wir in der studentischen Regionalgruppe in Sachsen sehr aktiv sind und da immer mehr tolle Rückmeldungen bekommen von den Studenten, immer mehr aktive Studenten dabei haben, die sich für die BVL und für die Logistik vor allem insbesondere interessieren und da auch aktiv mitmachen. Das finde ich sehr toll. Dann wünschen wir Ihnen auf den nächsten wie viele Berufsjahren? Wie viele haben Sie auch vor sich? Na, 40 sind es noch. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Ja, Tim Kaftan, herzlichen Dank. Dankeschön. Tja, wer weiß, wo wir in 40 Jahren stünden, der wäre jetzt ein reicher Mann. Insofern müssen wir mal schauen, wo das Ganze hingeht. Auf jeden Fall wird die Logistik sich verändern. Und das tun auch zurzeit schon sehr, sehr viele Firmen im logistischen Bereich. Zum Beispiel die Schlemmer GmbH. Als Automobilzulieferer hat sie neben ihren 21 stationären Produktionsstandorten mittlerweile auch eine mobile Produktion geschaffen. Und wie das Ganze aussieht, das hören wir jetzt. Dann gibt es eines und das ist bei uns, das ist die legendäre Radfahrt von unserem Geschäftsführer. Da, nach dieser Radfahrt kam er zurück und hat gesagt, wir sollten noch eine mobile Geschichte uns überlegen. Wir brauchen was, wo wir schnell rein und schnell rauskommen müssen. Und dann haben wir gesagt, gut, schnell rein, schnell raus. Haben uns angeschaut, die Bundeswehr macht das. Haben uns das ein bisschen angeschaut, wie die Konzepte sind eigentlich von der Bundeswehr aus. Dann haben wir gesagt, jawohl, genauso können wir das auch machen. Und haben dann eine Produktionseinheit in einen 40-Fuß-Container gepackt. Wir brauchen nur noch eine Halle, wir brauchen 200 KVA an Stromanschluss und das ist es. Das heißt also, Sie können theoretisch jetzt an einem Tag dort sein und nächste Woche an einem anderen Standort? Ja genau, so ist auch das Konzept. In Russland zum Beispiel ist es so, dass man sagt, man hat einen Hauptstandort, das ist für uns Nischni Nowgorod. Und von Nischni Nowgorod aus kann die mobile Fabrik reisen in die anderen Automotive Cluster und da einfach in ein Warehouse reinproduzieren. Und wenn das Volumen abgedeckt ist, nach einer bis zwei Wochen Produktionszeit, ziehen wir einen Stecker und fahren weiter. Die Logistik kennt also keine Grenzen in ihrer Entwicklung, aber eine wichtige Frage, die sich hier wirklich stellt, ist, wie wichtig ist zum Beispiel ehrbares Kaufmannstum? Also ganz bodenständige Dinge, die schon seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten eine wichtige Rolle spielen. Und dazu hören wir jetzt jemanden, der sich dort in diesem Bereich mit allerhöchster Sicherheit auskennt. Es ist sicher sehr wichtig, dass wir anständig mit zusammen umgehen. Die Industrie- und Handelskammer haben das zum Jahresthema sogar gemacht. Und es kommt auf langfristigen Erfolg drauf an und den kann man nur auf anständige Weise haben. Was ist für Sie ehrbares Kaufmannstum? Was ist das Wichtige? Was sind die wichtigen Aspekte dabei? Immer so zu handeln, wie einer selbst auch behandelt werden will von anderen. Professor Dr. Thomas Wimmer, wie ist Ihr Fazit des Kongresses in diesem Jahr 2012? Ja, ein sehr positives Fazit. Wir haben viel diskutiert, uns ausgetauscht, wir haben viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Wir waren selber sehr überrascht von der Resonanz. 3.300 Teilnehmer doch tatsächlich da aus über 40 Nationen. Wir haben diese Vernetzungen festgestellt, wir haben uns über unterschiedliche Unternehmensebenen hinweg versucht zu vernetzen, zu unterhalten, Interaktion aufzubauen und ich glaube, das ist recht gut gelungen. Liebe Zuschauer, das hier im Hintergrund sind die vielen fleißigen Hände und Gesichter, die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass dieser 29. Deutsche Logistikkongress stattfindet. Im nächsten Jahr, Sie können kombinieren, kommt dann der 30. Also ein sehr großes Jubiläum und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Ein schönes Jahr, bis nächstes Jahr.